Und weiter geht's mit Super Mario RPG. Ich bin Peruaner und ja, jetzt sind wir gerade hier in dieser Buhölle, würde ich fast sagen. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier genau machen muss. Ich gehe erstmal auf den Knopf da. Das Wasser ist abgeflossen. Gut. Na kommt, ich will mal ein bisschen kämpfen. Machen wir ein paar Kämpfe jetzt. Oh, das sind ganz schön viele. Na gut. Auf jeden Fall sind die Boos sehr einfach zu bekämpfen. Boah, Moment mal, das kann ja... Ne, Boos müssen insgesamt nicht gerade... Boos müssen nicht stark, können nicht stark sein. Ich guck gleich mal. Oder hier Mello... Ich bin verfehlt. Ich meine, Mello ist plötzlich so stark geworden. Endoblase. Was heißt das jetzt? Habe ich ein gebrochenes Herz? So, ich... Hab ich... Ah, Psychopath? Was bringt das? Mal gucken, was das bringt. Würde ich mir... Was? So, ich lese mir gleich mal dringend durch, was Psychopath genau heißt. Weil das kam mir gerade sehr spanisch vor. Das, kann nicht der richtige, der wahre... Das wahre... So, erstmal bist du erledigt. Dann dich wieder. Zack, zack. 50 Schaden. Macht Mello jetzt immer so viel Schaden? Oder kommt es mir nur so vor, dass er plötzlich... ...dass Geister vielleicht anfällig sind für seine Angriffe? So. Schnell mal auf das Ding hier drauf. Und hopp. Moment mal. Wasser ist abgelaufen. Heißt das, ich kann jetzt hier raus? Und ein... Vielleicht einen Schritt schon weiter? Nee. Das heißt, kurz gesagt... Ah, das war jetzt auf die falsche Taste. Gut. So, erstmal kann ich hier wieder speichern. Dann muss ich dringend gucken, was das jetzt gebracht hat, überhaupt das Wasser abzulassen. Geschweige denn muss ich, was heißt geschweige denn, erstmal muss ich auch rausgehen, wo ich das Wasser abgelassen habe. Aber erstmal noch mal kurz zu gucken, was für eine scheiß Spezialattacke ich mal wieder dazu gelernt habe. Gegnerische HP und Geheimnisse sehen. Ach so, ich verstehe. Gegner, das ist ja geil. Mario Lane auf Level 10 eine neue Technik. Hm. Das ist ja nicht schlecht. Hätten sie vielleicht, sag ich mal, eine andere, einen anderen Namen geben können. Der Attacke. Psychopath, da denkt man natürlich nicht daran, dass man jetzt Geheimnisse und, dass man Geheimnisse erfährt und... Kann man da lang? Ist da vielleicht ein Geheimnis? Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis? Ich soll mich ja auch so voran bewegen, nach den Tipps hier. Nee, aber dass man durch Psychopath halt solche Sachen erfährt. Oh. So. Ihr dürftet doch jetzt eigentlich nur so effektiv sein, wie, sag ich mal, ein Goldini. Oder, nee, ein Quavo. Ich meine, ihr dürftet kaum noch Angriff haben, weil ihr nicht mehr im Wasser seid. Macht für euch eigentlich keinen Sinn mehr da zu sein. So. Hier ist also kein Wasser mehr. Also kann ich von dem Gang in den nächsten Gang rein. Und dann in den nächsten. Und in den nächsten. Ach, und da ist eine Röhre. Und da könnte ich nach oben. Da ist nämlich auch eine Röhre. Nee. Die Röhre kenne ich, glaube ich, noch. Da war, die war falsch. Geh aber mal in die Röhre. Okay, nicht runterfahren.
Verwirrung? Ein Pilz, der alles heilt. Wieder ein Speicherpunkt. Ich speichere einfach mal vorsichtshalber. Nicht runterfallen. Und hier rein. Ach du. Wo komme ich da hin? So. Was sagt denn so meine Energie? Ich bin auf eigentlich total aufgeladen. Scheint wohl jetzt keiner wieder ein Endboss-Time zu sein. Endboss-Kampf. Und aber ich. Kann ich dich umgehen? Das nenne ich mal eine Tür. Wie öffnet man die wohl? Ja, komm. Da, das muss Bellum sein. Ist das eine Zunge oder was? Nee, was soll das sonst sein? Mohohoho, ihr seht sehr lecker aus. Gut, dass ich auch meine Blütenpunkte aufgefüllt habe. Somit kann ich dann erstmal den Supersprung einmal mal ausfüllen. Yeah! Alter, ich habe den Rhythmus raus! 130 Schaden, ist das mal geil. Ja, das war, ich hab's nicht, das hab ich gerade selbst verblüfft. Ich habe das noch nie gelernt, noch nie geübt davor. Und, aber Timen hier ist so einfach gerade gewesen. So, gucken wir mal Psychopath und wie viel Angriff du noch hast. Drrr, tada. 370. Oh, der Zimmerservice macht mich wohl. Wo ist mein Lätzchen? Okay. Ich glaube, das ist die beste mit... Ich muss mich konzentrieren und zack, 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 zack. 124, gut. Das heißt, dich mache ich erstmal... Hiermit ein wenig fertig und steckt im Körper den Kopf voll Stroh. Gib mir einen Vogelscheuche. Ra, ra, ra. Nein! Nein! Ich habe bestimmt nicht den gleichen Angriff wie vorher, oder? Von der Stärke her? 106. Ach Gott. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, was das alles war, verdammt. Was ist zum Beispiel Quellwasser? Habe ich mich natürlich nicht informiert drüber. Ich bin auch richtig schlauer. So, erstmal nochmal 10 Punkte hiervon. Kann es nicht aushalten. Der Hunger, der Hunger. Okay. Zack, 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 zack. 118. Jetzt dürftest du nicht auch fast fertig sein. Schaurig. Zerstöre mich. Doch du besiegst mich nicht. Das Wasser kommt. Was? Wie das Wasser kommt. Und kann ich mal wieder Mario werden? Ja, geht doch. Moment. Bellum hat gelogen, als er das mit dem Wasser gesagt hat, oder? Etwa nicht? Mario, hörst du auch was? Wasser! Da kommt er, schnell spring auf den Schalter, oder? Wir haben jetzt zwei richtig kluge Leute am Start. Kann ja nichts werden. Dies ist der Midas-Fluss. Willst du eine Erklärung dazu? Ja. Du startest bei den Wasserfällen. Bewege dich nach links oder rechts und sammle die Münzen. Drücke B, um etwas nach oben zu schwimmen. B ist die andere Taste. Gut. Es gibt aber auch ein paar Fallen. Du wirst überrascht sein, was dort passiert. Und los. Okay.
Das war, glaube ich, eine Froschmünze. Was es mit denen auf sich hat, würde mich auch nochmal interessieren. So, laufen wir, schwimmen wir hier lang. Immer diesen Münzen hinterher. Ganz gechillt. Ich höre mich auch ein bisschen an wie ein Frosch, wenn ich so schwimme. Jetzt nicht mehr. Und es scheint ja... Komm schon, du schaffst es nochmal nach oben. Schade, da war nämlich auf der anderen Seite noch eine Froschmünze. Aber gut. Jetzt kommt Fässer springen. Aus einer Erklärung? Sicher, warum nicht? Springe rechtzeitig und sammle Münzen. Springe auf das nächste Fass vor dem Zusammenstoß. Okay. Ansonsten änderst du deinen Weg. Nun, du bist wohl bereit, also auf geht's. Ach ja, springe über die Fische oder du verlierst Münzen. Lalalala. Ich habe bis jetzt eine Münze bekommen. Yeah. Nicht, weil man mit dem Fass ja auch so gut lenken kann. Was ist... Obwohl, das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch wirklich, das ist wirklich gut. Das war schlecht. Aber okay, das ist nicht das Minispiel, was ich mir jetzt... wo ich jetzt sage, juhu. Außerdem soll ich Fischen ausweichen. Genau, ausweichen. Wo sind die bitte? Irgendwie wird die Musik immer schneller, oder kommt das mir nur so vor? Nein, wieder keine Münze bekommen. Boah, ich bin so schlecht. La 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 la. Eine Münze! So, was jetzt? Au. Das war doch witzig, nicht? Du hast 31 Münzen. Tausche den gesammelten Münzen gegen Froschmünzen. Beim ersten Mal gebe ich dir eine Froschmünze für 60 deiner Münzen. Froschmünzen sind die grünen Münzen. Am Froschteich weiß man sich ja mehr über sie. Du hast 31 Münzen, das reicht nicht zum Eintauschen, also nehme ich sie. Okay, versuche es nochmal. Das habe ich gefunden. Du kannst es vielleicht gebrauchen. Knock-Knock-Panzer erhalten. So. Erstmal gehe ich jetzt hier drauf und speicher mir das Fluss. Ich habe einen Endgegner besiegt und dann so ein kleines Minispiel gemacht. So, dann wollte ich mal gucken, was bringt mir das zum Beispiel. Das war sicher schon das hier. Statusprobleme im Kampf, gut. Verbannt Geister. Das hört sich interessant an. Sag ich mal so. Dann Spezial-Items. Auch das Falsche. Nicht wieder aus dem... Spezial so. So, das scheint irgendeine Ausrüstung zu sein. Zum Angriff stoßen. Hey. Jetzt passiert schon wieder dieses... dieser seltsame Fehler, den ich immer habe. Schon wieder. Gut. Heißt kurz gesagt, ich werde das hier noch nicht anwenden. Ich werde mich erstmal kurz angucken, was bringt mir das jetzt. Du kannst es normal versuchen. Spring aufs Trampolin. Nur 30 Münzen. Der Highscore steht bei 31. Vergiss nicht, dass ich deine restlichen Münzen habe. Es nochmal versuchen? Nein. Was heißt, dass du meine restlichen Münzen hast? Ich hab doch noch alles. Ich mache diesen Trip nicht nochmal mit, ey. Könnt ihr vergessen. Ich komme zum nächsten Teil. Froschteich. So. Alter. Die Musik ist cool. Ich könnte jetzt einmal mal hier... Ich probiere jetzt mal diesen Typen da auszurüsten. Funktioniert schon wieder nicht. Das heißt zurückspulen. Und irgendwann mal abwarten, bis dieser Nuk-Nuk-Panzer funktioniert. Nuk-Nuk-Panzer.
Moment mal. Ich kann den Hammer. Dagegen tauschen. Das heißt, dass ich dann richtig viel Angriff mehr habe. Hammer. Kriege ich jetzt mal einen Gegner, um rauszufinden, was der Nuk-Nuk-Panzer mir bringt? Anstelle des Hammers? Hört sich nämlich cool an, wenn ich so viel mehr Schaden mache. Komm, wir laufen hier mal ein bisschen schneller lang. Ich wollte nämlich nur wissen, ob hier was ist. Springen. Hep, 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 hep. Sieht nämlich nach irgendwas Geheimen aus. Aber gut. Bringt der Stein mir irgendwas? Tatsächlich. Kann ich helfen? Hallo Mello. Wir hörten schon über deine Abenteuer mit Super Mario. Ihr habt Ballon besiegt, oder? Ihr wisst es schon. Siehst du, Mario? Nachrichten kommen schnell über den Wasserweg hierher. Darum weiß Opa auch über alles Bescheid. Bist du wirklich der Super Mario? Hört mal her, ihr ratet nie, wer hier ist. Mama? Er ist echt, aber er sieht anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe. Sie sagen, er springt besser als ein Fröschlein. Ist das wirklich wahr? Nun, Grashüpfer, was gibt es Neues? Opa, Mario hat mir geholfen. Frog Fuzio, ich weiß, Kind. Der heftige Regen, den wir hatten, das warst du, oder? Autsch, seht alle her. Ihr müsst zuschauen, wie ich hinüberschwebe. Was? Was hat er da? Oh, oh, der lässt sich von Lakito helfen. Willkommen, du bist also Mario. Ich bin Fuzius. Du bist wegen meiner Weisheit gekommen. Habe ich recht? Ich habe auf dich gewartet. Ja, alte, weise Leute geben oft guten Rat. Jetzt geht mir die Musik sowas auf den Keks, ey. Wie unhöflich von mir. Machen wir es uns gemütlich. Komm mit. Alles klar, rückwärts. Kaukappen, seid nicht so träge, macht euch nützlich, bildet eine Brücke für Mario. Yeah, hops, 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 hops. So, was hast du uns zu erzählen? Komm in mein Heiligtum, lern meine Weisheit, Kinderchen. Lern von meiner Weisheit, Kinderchen. Also, dieser Smithy, der in Bowser's Burg aufgetaucht ist, er ist sehr beeindruckend, ja? Und Mario, du müsstest schnellstens die Prinzessin retten, stimmt doch. Aber oh, wenn du nur die Wahrheit wüsstest. Toadstool befindet sich gar nicht mehr dort. What the fuck? Geduld, Junge. Lass mich erklären, das ist also passiert. Du wolltest Toadstool aus Bowser's Burg retten. Nach deinem Sieg, als du sie gerade befreien wolltest, hattest du etwas Lautes gehört und ein riesiges Schwert am Himmel gesehen. Wusch. Einfach so. Entschuldigung. Ihr drei seid davon geflogen. Bowser und Toadstool sind immer noch verschollen. Irgendwo da draußen. Nun. Du sorgst dich um die Prinzessin. Doch du musst dich zuerst um Smithy kümmern. Seine Untertanen verwüsten unsere Welt. Mac, den du im Schwammertreich besiegt hast, war einer davon. Aber noch mehr werden folgen. Opa, ich habe es fast vergessen. Wir haben einen Stern im Schloss vom Schwammertreich gefunden. Weißt du was darüber? Ein Stern? Aha. Sehr interessant. Das klingt vielleicht unlogisch, aber ich glaube, Sternschnuppen erfüllen Wünsche. Und ich glaube, sie werden eine wichtige Rolle im Kampf gegen Smithy spielen. War das zu viel? Braucht ihr eine Kurzfassung? Nein. Blöde Situation, die wir da haben, nicht wahr? Mello. Achso. Wow, das klingt aber äußerst ernst. Mac? War nicht der erste von vielen, schätze ich. Dagegen ist Bowser ja richtig nett. Mello, du redest, als ginge dich das gar nichts an. Du wirst Mario in seinem Abenteuer weiterhin begleiten. Opa, was redest du denn da? Ich bin auch nur ein kleiner Frosch, das ist nichts für mich. Alter, du bist auch Level 5 oder 6 schon? Mello, mein Junge, ich habe es dir nie erzählt, aber du bist... kein Frosch.
Was? Jetzt kommt die Wahrheit raus. Und die Musik ist plötzlich leise. Wie bitte? Eines Regentages saß ich hier und aß einen kleinen Grillensnack, als plötzlich ein Korb vor dem Wasserfall herunterfiel. Ich sah hinein und ein kleines Baby hat zurückgegrinst. Der Name Mello stand auf seinem Gürtel geschrieben. Mir tat der kleine Kerl leid und darum nahm ich ihn als mein Enkel bei mir auf. Er hatte tolle magische Begabungen und war stärker, als er aussah. Ich dachte, dieses Kind muss. Ki Ach, nochmal. Ich dachte, dieses Kind muss von weit herkommen. Entschuldigt meine Vorlesekünste, aber wir haben es auch schon ein bisschen spät und ich. So langsam lässt die Konzentration nach. Opa, ich bin also kein Frosch. Schnief, schnief. Hat er sich meinen Spiegel angeschaut? Mello, jetzt ist keine Zeit zum Heulen. Begleite Mario bei seinem Abenteuer und finde deine echte Familie. Deine echten Eltern sind da draußen, irgendwo. Seine Magie wird dir sicher helfen. Du nimmst ihn doch mit, oder? Nö. Opa, ich werde nicht mehr heulen, sondern mit Mario ein Abenteuer erleben und meine echte Familie finden. Dann wäre alles geregelt. Geht nun besser nach Rosendorf, wo sie eure Hilfe brauchen können. Und hep, 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 hep. Ah, gut, das ist also der Sch Schalter, den hätte ich ja fast noch übersehen. Aber gut, das ist jetzt mal eine sehr erschreckende Nachricht. Kann ich auf dich springen? Ich habe diesen Traum, Komponist zu werden. Ich will so berühmt wie Todowski werden oder Sky. Mein Lieblingslied? Es ist Frog Fuzzio Nummer 18. Sola mi re do re do re. Okay, der andere Typ mag es auch. Kann ich auf dich springen? Nö. So. So, hier scheint es mal wieder irgendwas Neues zu geben. Aber ich glaube, wir müssen uns alle erstmal von dieser schlimmen Nachricht da erholen, dass Mello kein Frosch ist. Ich glaube, das hat alle verblüfft. Ich glaube, damit muss ich erstmal leben und diesen Part beenden. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.